Ich hab schon die Idee gehört. Jetzt haben wir auf, ja? Hallihallo, Hallöle! Herzlich willkommen in einer neuen Folge von Survival Merlin. Heute ein Survival-Selbstversuch. Kann man ein römisches Katapult selber bauen und auf große Entfernung etwas zerstören? Wir bekommen's raus. Dafür habe ich mir den einzig wahren, den allerechten, den allerbesten Holzwurm geholt, damit mir das umsetzt. Und das ist Locke. Komm her. Hallo, meine Sonne. Boah. Locke und ich werden versuchen, heute aus dem Nichts, wir haben so eine Modellzeichnung, zeige ich dir gleich, bleib ruhig, ein römisches Katapult zu bauen. Eigentlich eine Wippe mit Gewicht. Das ganz klar, das ging mal. Also Wippe mit Gewicht, das sollte jetzt nicht das Thema sein. Okay, wir brauchen Holz. Haben wir. Hammer. Wir brauchen die Idee. Haben wir. Wir haben Platz. Haben wir. Und wir brauchen vielleicht die ein oder andere Sachen, die man da reinmachen könnte. Das sind unsere Geschosse, die habe ich tatsächlich besorgt und wurde mir gestellt. Und die sollen dann das quasi da so... Was ist das, eine 16er? Das ist eine Kugel. Du hast gesagt, wir brauchen Seil. Ja, unbedingt. Hanfseil. Hans, wo hast du denn da? Das ist toll. Hanfseil. Oh, das ist so sehr stabil. Wir brauchten etwas, was nicht nachgibt. Also was nicht quasi nicht... Du weißt schon, was so... Lokononchef? Nee. Ich habe hier eine Zeichnung. Diese Zeichnung hat mich ungefähr 21 Euro plus Versand gekostet. Dieser Bausatz darf nur von Erwachsenen aufgebaut werden und mit einer sachkundigen betriebenen Werkstatt. Dazu braucht man Werkzeug, Bohrer und so weiter. Da sind wir aber schon raus. Hier, guck mal da, so wäre cool, ne? Wenn dann fertig. Ich sehe jetzt, also ich sehe das Problem noch nicht. Ich sehe, das Einzige, wo wir wirklich aufpassen müssen, ist dieser Knickpunkt hier. Ja. Da müssen wir aufpassen, dass wir da was sehr Stabiles bauen. Naja, okay, also die Idee ist schon mal gut. Spring mal rauf, vielleicht wird das was. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Hey, wow! Wir haben fast in den ersten 5 Minuten gescheitert, das Projekt. Aber von der Idee ist klar, was wir wollen. Wenn ich mir was wünschen darf. Ja. Dann möchte ich, dass wir morgen früh heroisch dieses Tor aufziehen und dann rollen wir quasi dieses Katapult hier raus. Ist nichts passiert! Das sind die Unterlagshölzer dafür, dass dieses... Also wir bauen jetzt einen Rahmen drauf. Und das sorgt einfach dafür, dass es nicht durchbiegt und dass unser Katapult halt gleichmäßig steht. Und wir zur Not mit dem Gabelstapler drunter kommen. Ja, das muss ja gewährleistet sein, falls wir nochmal Ziel nicht treffen. Denk daran, der heroische Augenblick, wenn wir das Tor aufmachen und hier rausrollen mit dem Ding. Na angenehm, also da brauchen wir da aber keinen Meter 20 mehr, da reicht doch ein Meter zu. Hier, so. Das ist wie Moppet hier, das Ding. Schön überkreuzt, ne? Das Auge schießt ja mit. Wir könnten jetzt nämlich, hier seitlich an die Dinger reinbohren mit einer großen Gewindestange, die wir zufällig sogar haben. Und dann könnten wir dort einfach das Holzstück draufstecken und einfach. Für die Räder. Ja. Geil. Carsten ist eher so der, die Vernunft, er ist das Chaos und ich bin die Geisteskrankheit. Doch, komm. Und zwar, ich habe beschlossen Ja. Und alles hört auf meinen Befehl. Ja, finde ich gut. Wir machen den 3,50 Meter hoch, dann kriegen wir den gerade so durchs Tor gerollt. Geil. Aber wir kriegen halt mehr Schwung rein. Ja, gut. Willst du nicht rollen, Alter? Ich sag das jetzt mal ganz vorab, bevor es irgendwelche dummen Kommentare gibt. Das Grundstück ist groß genug. Wenn wir diese Sachen machen, ist alles eingezäunt. Ja. Es ist alles verschlossen. Es kann keiner reintreten und es kann sich keiner verletzen. Diese Sachen, die wir machen, finden unter absoluten Profibedingungen statt. Und die ganzen Stunts sind von Stuntmen gecoacht. So. Aber ich würde es trotzdem nicht nachmachen, nur so als... Mach das bitte nicht nach. Ist das hier so ein Ding, wo die Seefahrer hier so dann in den Sternen gucken? Ja. Das ist das doch, oder? Also kommt drauf an, wie viel Pegel du hast, du kannst auf jeden Fall rein, oder? Thank you.
süß, wir haben schon ein bisschen was geschafft, aber ich merke schon wieder, Konzentration lässt nach, Hunger ist da und genau für solche Zwecke habe ich was, was sehr einfach und sehr schnell funktioniert. Y-Food ist eine vollwertige Trinkmahlzeit mit allem, was du brauchst, alles drin, um damit du gut funktionierst und damit du halt nicht mehr hungrig bist, was ja immer so, wenn du hangry bist, ganz schwierige Nummer. Ich habe jetzt hier die Sorte Fudge Brownie, aber ich habe ja immer in den anderen Videos von Taster Packs erzählt. Das kommt bei dir zu Hause so an, das sieht so aus. Chris, wenn du willst, kannst du gerne eins nehmen. Dann nehme ich Schoko. Genau, und hier ist halt der Vorteil, du kannst sagen, ey, ich habe hier mal ein paar verschiedene Sorten drin. Ich nehme das einfach, gibt es auch in der veganen Variante. Über 26 Vitamine, reich an Protein und Ballaststoffe, laktosefrei, glutenfrei und ohne Zuckerzusatz. Aber ich sage euch, das Beste an der ganzen Geschichte ist, es schmeckt einfach richtig gut. Wenn du jetzt sagst, ey, okay, ich habe demnächst auch Projekte vor mir, die starten, dann erster Link in der Beschreibung und mit dem Code MADI-YouTube sparst du noch 10% auf deine Bestellung. Also wenn du Bock hast und du baust dir demnächst ein römisches Katapult, dann greif zu, gönn dir ein Taster-Pack, probier dich aus und lass dich von mir überzeugen. Komm ins Team MADI. Piep, 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 guten Appetit. Was ist jetzt der nächste Schritt? Wir machen jetzt hier noch eine Schräge dran. Dann würde ich vorschlagen, ist das seitlich ausgestreift, dann müssen wir uns die Stange suchen. Oben Brett dran, 1,54, hast du gesagt, oder? Ja. Ihr haltet schon mal dieses komische Stangchen da dran und ich hole das Brett. Ja. Das ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Stange muss 1,54 Meter haben. Das ist aber ein ordentliches Rohr hier. Wir werden jetzt da ein Loch durch beide Balken bohren. Dann werden wir durch den Schwinger, wir nennen ihn einfach Schwinger, bohren wir noch und dann verbinden wir quasi das Katapult, also den Rahmen mit dem Schwinger. Das ist der Plan. Vorsicht, Kameralinse. Ich hab wirklich Spinnen im Hals. Höher, vor. Ja, nicht so weit. Ja, falsch. Jetzt dürft ihr aber nicht. Jetzt müssen wir das irgendwie. Ja. Wir können ja damit richtig arbeiten. So. Jetzt brauchen wir was. Brauchst du nur reinstecken. Das Problem ist aber, der Stein muss ja eigentlich hier sein. Ja, wir brauchen da einen höheren Punkt. Und genau da sehen wir wieder diesen Punkt, wenn man es noch nicht vorher gemacht hat. Learning by doing. Let's go. Aber ich glaube, der muss noch höher. Ja, haben wir hier richtig Schwung. Boah, Carsten, wir sind noch zu tief. Selbst, also ich würde sagen, noch gut 3 cm höher. Machst du mal Beschleunigung, hast du ja vorhin gesagt. Vollkommen richtig, ja. Okay, Jungs. Ich wollte das alles alleine bauen. Ich krieg die Stange jetzt da wieder raus. Na, so wie das reingekriegt hast. Mit dem Hammer? Oha. Ja, jetzt ist vorbei. Und das habe ich ja vorne gesehen. Das habe ich vorne gesehen. Was denn? Kloppt da nicht so toll drauf, vielleicht muss ich noch mal aufhängen. Ich hab euch gesagt, Olivenöl. Ey, ihr müsst doch bloß von dem Metallstück ein Stück abschneiden. Ihr seid so richtige Hilfsschüler. Ey, aber die Idee ist gut. Ja, aber dann damit es stabilisieren. Und schon haben wir eine Stabilisierung. Kriegen wir es wieder raus? Ich glaube, wenn man jetzt dagegen. Gucken, was passiert. Ihr seid so richtig Nulpen. Schneidet nur gut ein Stück ab. Aber so, aber so blöd haben die Römer sich bestimmt nicht angestellt wie wir, oder? Ey, die haben es nicht mal geschafft, Gallien zu erobern. Also. Wer sagt denn das? Asterix. Hau zu. Ich komme. Moche. Schwein ist tot. Oh ja. Ich glaube, jetzt sind wir auf richtigen Weg. Aber jetzt merkst du halt deutlich, wie easy du das bewegst. Verstehst du? Also ja. Du merkst halt, das hier musst du ja nach oben bringen. Warte mal. So, das ist halt natürlich der Punkt. Lass mal runter. Da jetzt Gewicht drauf sind, von der Höhe, das sind, was sind das? Ich bin 1,85 Meter, das sind 3 Meter Fallhöhe. Also, wir beide sind auf der Suche nach Rädern. Räder fürs Katapult.
Wir nehmen, das ist Esche und früher hat man ja im Wagenbau auch Esche genutzt. Ja. Wir nehmen jetzt die Esche. Okay, wir nehmen die Esche. Ja. Oh, Alter, als hättest du dein Leben lang nichts anderes gemacht. Geisteskrank, Junge. Geil. Achtung, und wir machen Kameraübergriff. 1, 2, 3. Jetzt ganz kurz, das ist quasi die Führung, finde ich immer gut. Und ich hatte ja die Idee, dass man hier einfach bündig abschneidet und dann den Hebel drüber, fertig. Dann hast du quasi eine Sicherung und das Ding kann halt nicht einfach weg. Oder? Ja. Noch ein, pass auf, noch einfacher. Basti hatte eine andere Idee hier mit so Dings und hier ein Loch in die Burg und dann stellen wir was rein. Dann hängt es ja hier dagegen. Weißt du? Und dann brauchst du das bloß rausziehen und das sollte ja wegfallen. Auch gut, ja, auch gut. Dass du quasi von Weitem mit dem Seil einfach ziehen kannst und dann haut er ab. Ziehst den Stift da raus. Ziehst den Stift da raus und fertig ist Solle. Wollen wir einfach anfangen? Können wir machen. Ja, das sieht gut aus. Muss ja locker bleiben, oder nicht? Ja. Perfekt. Geil. Auf der Paracord durch. Und dann ziehst du einfach zack. Jetzt müssen wir noch die Führung fürs Seil machen, wie wir es ziehen. Ja. Okay. Aber das hat er ja gesagt, wir wollten unten durchbohren. Ja. Na, die Idee war einfach hier quasi. Hier unten quasi eine Stange durch. Ja. Und das ist die Führung. Dass die quasi hier oben ist die Öse, hier geht es ja runter über diese Stange. Und nach hinten weg. Genau, und die Stange, die ist ja, wenn wir das Loch wieder so machen, wie wir es machen, dann ist die ja beweglich sich. Weißt du, dann blockiert die auch nicht. Ja, das riecht sich aber ordentlich und da hängt noch nichts dran, ey. Warte, festhalten. Ey, du, ich kann euch nicht alle wieder halten. Genau. Und ich kann dich noch. Jungs, ihr zieht mich einfach nur weg. Das ist jetzt schon verbogen. Wenn jemand fragt, das war so. Das ist für die Optik. Das haben wir rot gemacht. Wir können ja mal Gefahr. Ich will gucken, wie sich das verbiegt. Oder ob sich das verbiegt. Aber diesmal hängt sich ich verzack mich dran. Ja. Wenn ihr loslasst, hab ich das auf dem Nüschel. Und dann komm, ich werde los. Ich werde irgendwann, werde ich wieder wach. Ist besser. Hey. Das war so ein schönes Rad. Endlich. Hat geklappt. Müssen wir ihn zuhauen. Wollt uns doch verarschen, dass wir in dieser Bude. Hatte ich noch eine Knarre mit? Ich? Bam, bam, bam! Bam, bam, bam! Na bitte, war doch gar nicht so schwer! Du musst erst sauer werden, ey. So, Top ist drauf. Und jetzt? Von oben. Von oben. Jetzt? Ja. Hier gibt es keine Unterlegschaum. Das war der Flex. Von der alten Flex. Ja, von der alten Flex. Das war die alte Flex. Warte, schraub erstmal durch, bitte. Aber das Problem ist, weil das ein bisschen schief geschnitten ist. Das ist egal. Die Römer hatten damals. Das ist ein Stiel, die schneiden nicht gerade. Ja, deswegen ja. Unterlegscheiben Albtraum Nummer 2. Guck mal. Hey, was ist das denn, Alter? Ein Ass rein!
geiles Ei, Alter. Das okay. kann nur jetzt, scheiße werden. Jetzt müssen wir mal einmal kurz einen Rolltest machen. Wenigstens so 3 Meter. Hä? Voll easy. Hä? Voll easy. Scheiß, feiert ihr auf. Aber noch ist der Stein ja nicht drauf. Okay, schieb mal checken in die Richtung. Bitte mal rum. Eine Richtung. Ist das geil? Geil. Jetzt weiß ich, warum die damals die Erfindung des Rades so, so wertvoll empfunden haben. So, okay. Ich würde vorschlagen, Männer. Vorrat. Den Stein. Das steht hier nicht schon immer so, sondern das ist unser Gegengewicht. Bewegt er sich? Also ich ein bisschen. Ich würde sagen, ich schätze 200 Kilo auf jeden Fall. Wisst ihr, was ich überlegt habe? Na? Rechts und links. Gegenzuschrauben noch, damit die Teller ein bisschen größer wird, damit die Auflagefläche größer wird für das Ding. Dann den mit der längsten Kante draufpacken, rumgurten, fertig. Weil so auf dem komischen Ding wippelt der nur hin und her. Aber wenn wir noch was haben übrig haben, schrauben wir rechts und links was daneben. Naja, das ist ja eine. Dann nehmen wir nochmal, da haben wir noch ein Stückchen. Wir bauen uns einen Löffel dann. Also, dann können wir uns aber auch hier unten. Ich meine, das Gewicht ist ja super. Das wird ja schwerer hier. Weißt du, da können wir uns aber hier unten auch was hinstellen, dass der jetzt erstmal nicht runterrutscht. Du bist gar nicht dort. Ich habe das zuerst für dich, Digga. Na, du hast ja links und rechts. Ich hab's für dich, Digga. Jetzt hör mal auf, ja. Du hast die Sache links und rechts. Ja. Also, wir machen rechts und links. Und vielleicht machen wir die Idee von Carsten, dass wir was hier hoch machen. Ja. Ich würde das tatsächlich wahrscheinlich dran lassen. Ja, stört ja keinen. Natürlich soll das dranbleiben. Jetzt ruft die Klinge und da haben wir Spanjote. 1, 1, 2. Ja. Ach so. Auf Kurzfall. So, jetzt lass mal langsam ab, bitte. Wir schneiden das jetzt durch. Die Jungs da hinten halten den 400-Kilo-Stein so, dass er dann hochkommt, dann wird das gesichert. Und dann ist das Ding theoretisch in der Werkstatt scharf. Mach die Bowlingkugel rein! Mach der Junge! Schaff das Ding! Nee, du könnt doch keine Schuhe. Hör auf, bitte! Ich will nur was gucken! Ich will nur was gucken! Nimm die da mal raus. Wenn das doch nicht hält. Jetzt ist es scharf. Vorher war sie nicht. Mach die raus. Weil so knallst du nur nach unten, dann ist gut. Das ist schon heftig. Hättest du gedacht, dass das jetzt hält? Also ich hab. Ich hab gedacht, dass der Arm in der Mitte bricht. Ja? Wir haben einfach einen falschen Maßstab gedacht. Wir haben einfach einen Currypicker genommen, um einen verfickten Hinkelstein nach oben zu ziehen. Aber hätten wir da einfach einen Stamm durchgehauen, da wäre alles gut gewesen. Aber wie? Nee, wir mussten ja hier so einen Zahnstocher nehmen. Stunden harte Arbeit liegen hinter uns. Nun ist dieses Katapult gespannt und fertig. Niemand betritt mehr die Halle und morgen kommt unser heroischer Auftritt beim Morgengrauen. Ihr könnt jetzt das Tor schließen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Nächster Tag, jetzt werden die Ziele aufgebaut.
denn wir wollen jetzt gleich mit dem Katapult schießen. Kollege Schnürschuh ist schon am Start. Ken, tut mir außerordentlich leid, aber du kriegst einen Helm. Ich guck mal. So, kann ja nicht passieren. Ich bin aber kein Unmensch. Ich habe natürlich auch heute dem lieben Ken ein bisschen was angezogen. Und ja, weil es frisch ist und ein Wind geht, eine kleine Unterwäsche. Xnox macht geile Sachen. Boxershorts, T-Shirts, die machen auch Pullover und die machen halt auch Boxershorts mit langen Beinen. Ich habe heute wieder meine klassische Olive an. Ich habe grün, klassisch Oliv. Xnox bietet natürlich auch noch eine viel größere Auswahl, zum Beispiel bei Pullovern und allen anderen Sachen. Moderne Unisex Basics für alle, hohe Qualität, ein nachhaltiger Versand, perfekte Passform und angenehmes Tragegefühl. 6 Monate Anti-Loch-Garantie. Ich sag mal so, das Angebot ist verlockend. Wer Bock hat, einfach was zu shoppen, einfach den ersten Link in der Beschreibung nehmen. Da gibt's mit dem Code MADI20 noch 20% auf deine Bestellung bei Snox. Also, Zugriff! Ken, bist du bereit? Ja, ich bin bereit, kann losgehen. Jetzt kommt der heroische Auftritt des Katapults. Locke, ja. Es ist was passiert, was wir nicht gedacht hätten. Das Gerät steht an dem Punkt. Es ist scharf. Es ist scharf. Was ist denn deine Prognose? Also erstmal, wie viele Schüsse gehen wir ab? Ich sage, wir geben Wir haben 4. 6 Möglichkeiten. 6 Schuss haben wir. Wie viel glaubst du? 4. 4. Okay, ich sag, wir haben einen. Halt dich gegen. Einen Schuss, danach ist das Ding Fritte, glaube ich, ganz stark. Wie weit? Ich habe zuerst gesagt 70 Meter. Es ist wirklich weit. Ich würde mich auf 60 Meter korrigieren. Chris, was sagst du denn? Warte, ich muss mal kurz hier. Bleib bei meinen 50 Metern. Das ist quasi exakt das, wo das Ziel steht. Wo Ken steht. Ja, das Ziel ist ja eigentlich, Ken zu treffen. Ja. Das heißt, okay, du sagst 50 Meter. Ja. Was sagt der Kader? Mehr als 60? 20. 20. Ich sage 25. Also wenn es schießt, 60. Okay, ganz kurz. 20 ist hier vorne. Da hängen 250 Kilo. Ihr glaubt, dass die Kugel nur 20... Gut, okay. Alles klar. Also ich glaube, wir knacken die 100 Meter. Ich bin da, ohne Scheiß, wenn das Ding so reingestallert, wie ich gerade denke, dann fliegt das Ding 100 Meter und ihr werdet mir an den Arsch küssen. Ich habe einen Wetteinsatz. Na? Wenn ich Recht behalte. Ja? Scheiße, ich hab Schiss. Wenn ich das jetzt sage, hab ich richtig ein Problem. Ja, los. Wenn ich das jetzt sage, pass auf, wenn das wirklich klappt, dann lasse ich mir von dir das Logo irgendwo hin tätowieren. Wenn andersrum ich gewinne, lässt du dir mein Logo irgendwo hin tätowieren. Wo müssen wir noch entscheiden? Ja. Aber das, ach und die Größe können wir auch noch entscheiden. Ja. Wir müssen es ja. Aber wir lassen uns beide... Das war ein saudofen Wetter. Ja. Ganz wichtige Frage. Seid ihr alle bereit, Nee. Um zu sehen, wie das Ding jetzt einfach krachen geht? Come on! Mit einem selbstgebauten Katapult! Bowlingkugel bis zum Mond schießt, wir kriegen's raus! Ich bin Survival Martin und ich werde jetzt mit dem selbstgebauten Katapult eine Bowlingkugel zum Mond schießen! Kann man das? Wir kriegen's raus. Okay, Achtung, Ruhe am Set! Sicherheit! Katapult ist geladen! Jetzt wird ernst! Alle bitte Vorsicht! Ken, es tut mir leid! 3, 2, 1! Soll ich dir helfen? Ja, komm her! Du ziehst und dann renne ich. Okay, alles klar. 3, 2, 1, los, los! 3, 2, 1, los! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich auch, ist kaputt, kaputt! Alter! Kurze Schadensbestandsaufnahme. Man sieht, Achse, also Konstruktion kaputt. Stein ist runtergerutscht. Das Stullenbrett von Carsten hat nicht gehalten, was er ja dachte, es hält. Ist auf jeden Fall Fritte. Die Brechstange, die aus reinem Eisen ist, ist komplett durchgebogen. Hängt auf halb neune. Was habe ich noch gesehen? Achsen haben eigentlich gut gehalten. Räder sind alle noch da.
Aber wenn du mal von hier guckst, siehst du halt auch deutlich, dass es nicht lange braucht, bis an der anderen Seite das Ding auch rauspfeffert. Aber das sind ja quasi nur die Schrauben rausgerissen, ne? Ja, ich glaube, dass der Stein einfach unten nochmal gegengeballt hat. Der ist ja auch nicht wirklich am Reifen gelandet. Also, ja. Sonst wäre das Brett raus gewesen. Unsere Funktionsvariante hier hat auch nicht so wirklich gut funktioniert. Als Olivenöl fehlt. Olivenöl hat gefehlt. Aber ansonsten, insgesamt... Ja, können wir das nochmal reparieren, ne, wa? Könnte man das nochmal reparieren, aber heute schaffen wir es nicht mehr, aber beim nächsten Mal... Oh, hier, guck mal, hier ist auch noch. Also... Dafür den ganzen Tag Arbeit, dass er halt nicht mal 20 Meter weit liegt. Mensch, Glückwunsch! Glückwunsch! Aber ey, das System funktioniert! Nee. Was funktioniert denn da? Der Stein liegt auf der Erde, da unten die Achse ist rausgebrochen, die mittlere ist rausgebrochen. Da war vielleicht ein bisschen Pech dabei. Also ich sehe da auf jeden Fall einen zweiten Teil mitten auf die Mierung. Nee, oder? Wir müssen einen zweiten Teil machen, um das zu optimieren. Aber wie kommt denn die auf 100 Meter? In meinem Kopf, mein lieber Freund. Ich kann dir auch sagen, wir müssen den kürzer machen oben. Dann ja. Tritt er eher aus. Schreibt mal in die Kommentare, wo ihr denkt, da müssen wir halt ran verbessern. Und dann sehe ich uns auf jeden Fall im zweiten Teil. Ja. Locke, es war mein inneres Blumenpflücken. Es war so schön. Liebe, mein Freund. Nicht vergessen, bei Locke vorbeizuschauen. Lasst Liebe da. Ja, bei dir wird es wahrscheinlich, wenn du es optimiert hast und nicht dabei war oder auch nicht, dann wird halt in die Elbe jemand geschossen. Das hast du ja auch noch vor. Ja, finde ich gut. Lasst ein bisschen Liebe da. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Nicht vergessen, wer Schwitz stirbt. Ich habe euch lieb. Wir sehen uns im nächsten Video. Und wir beide sagen... Was? 3, 2, 1, dann aber ciao. Achso, 3, 2, 1, ciao! Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.